Hallo, meine lieben Schülerinnen und Schüler. Ich stehe in der Schule vor der Nuklidkarte. Wenn ihr heute, Montag, 20. April, eure Aufgaben gemacht habt, dann war da ein Ausblick zum Thema Altersbestimmung nochmal über den Begriff Aktivität. Aber jetzt nochmal kurz zur Nuklidkarte und zu dem, was jetzt gerade in Tschernobyl mal wieder passiert. Wir sehen hier die Nuklidkarte, die aktuelle. Ich habe heute nochmal nachgelesen, welche radioaktiven Elemente da in Tschernobyl hauptsächlich freigesetzt werden. Das ist hauptsächlich Strontium-90, Cäsium-137 und Plutonium-239. Jetzt schauen wir mal nochmal, was da los ist. Können wir hier nachschauen. Da haben wir Strontium. Also, erinnert euch an die Nuklidkarte 38, bedeutet 38 Protonen. Oben sehen wir immer die Massenzahl. Wir brauchen Strontium 90. Also hier steht's. Das hat also 38 Protonen. 90 minus 38 gibt 52, also 52 Neutronen. Und eine Halbwertszeit von 28,9 Jahren. Okay, dann haben wir Cäsium. Das ist da oben. Wo haben wir es hier? Wo siehst du es hin? Hier. Cäsium, 55 Protonen. Und wir brauchen Cäsium 137. Hier ist es. Halbwertszeit 30,08 Jahre und macht einen Beta-Minus-Zerfall. Wie das Strontium übrigens auch. Zum Schluss kommen wir noch zu Plutonium. Plutonium ist so ungefähr das giftigste, was es auf dem Planet gibt. Plutonium-239. Tja, leider steht da halt eine riesige Zahl. 24.110 Jahre beträgt die Halbwertszeit. Und Plutonium-239 ist ein Alpha-Strahler. Ich habe euch hier nochmal einen Geiger-Müller-Zähler aufgebaut. Ich starte mal hinten den Zähler, der zählt nämlich schon. So, jeder Klick bedeutet ein Treffer im Geiger-Müller-Zähler. Das ist einfach ein dünn kleines Metallrohr. Innen drin zeigt ein Draht rein und zwischen dem Rohr und diesem Draht besteht ein elektrisches Feld. Da ist ein Gas natürlich drin unter vermindertem Druck. Hier vorne ist eine ganz dünnes Glimmerblättchen. Das heißt, da schießt dann ein Teilchen rein und auf dem Weg da drin ionisiert es dieses Gas da drin. Ionisieren heißt, das haut Elektronen aus der Hülle raus. Die Elektronen sind dann kurzzeitig frei beweglich und bewegen sich zum Draht hin, entsprechend, wenn der positiv geladen ist. Und es gibt dann so eine ganze Kaskade, also viele Teilchen werden da ionisiert, das ist wie wenn da eine Bombe einschlägt. Und dann treffen die Elektronen auf den Draht und dieses Signal wird dann verstärkt und dann wird hier hinten gezählt. Ja, jetzt wundert ihr euch, klar, das klickt hier schon fröhlich vor sich hin, obwohl ich überhaupt gar kein radioaktives Präparat da habe. Das liegt an der natürlichen Radioaktivität, die uns eben umgibt. In geschlossenen Räumen, ich befinde mich jetzt hier im Physikvorbereitungsraum, ist es hauptsächlich durch Radon. Dagegen hilft eigentlich nur häufiges Lüften, um die Radonbelastung so gering wie möglich zu halten. Jetzt geht es nochmal darum, bei den Aufgaben von heute war ja noch so ein bisschen der Ausblick, wie können wir Altersbestimmung machen mit Radioaktivität. Das heißt, nur nochmal, dass ihr ein bisschen Angst kriegt. Ich kriege auch mal jedes Mal Angst. Hier seht ihr wieder diesen Metallblock. Ich habe hier ein Strontium-90 Präparat. Genau so Zeug, was jetzt wieder in Tschernobyl durch die Gegend fliegt. Kann ich scharf stellen? Na, geht nicht so richtig. Okay, das hole ich jetzt raus. Ein bisschen schräg weg. So. Also das zeigt weg von mir. Keine Sorge, ich passe schon auf. Strontium-90, jetzt kann man es lesen. Okay, das halte ich jetzt Richtung Zählrohr.
Okay, dann flippt der Zähler aus. Den Abstand vergrößere, streut es natürlich links und rechts vorbei. Darf man sich aber nicht täuschen lassen. So, jetzt gehen wir nochmal auf die Begriffe Aktivität ein. Das Ziel ist jetzt aus der Messung der Aktivität, also der Anzahl der Zerfälle pro Zeiteinheit, also Becquerel, ein Zerfall pro Sekunde ist ein Becquerel, wie wir aus der Messung der Aktivität von irgendeinem Stoff, was weiß ich finde irgendwas, ein Komet oder einen besonderen Stein oder ein Holzstück von einer alten Galeere, habe diese Probe dann irgendwie vor mir liegen und messe mit ganz feinen Geiger-Müller-Zählern die Aktivität von den radioaktiven Isotopen. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich dann rausfinden, wie alt dieses Objekt ist, das ich da gefunden habe? Kurze Bedenkzeit. Okay, jetzt wollen wir uns das nochmal in Ruhe anschauen. Ihr kennt ja natürlich die Zerfallskurve. Bisher haben wir das gemacht anhand der zerfallenen Kerne. Und jetzt muss man natürlich den Zusammenhang herstellen zwischen der Aktivität A von t zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und die ist natürlich proportional zur Anzahl der noch nicht zerfallenen Kerne. Okay, die Aktivität ist proportional zur Anzahl der noch nicht zerfallenen Kerne. Das heißt, wenn wir uns jetzt unsere Kurve anschauen, zeige ich es kurz hin. Da haben wir jetzt auf unserer Y-Achse die Aktivität in Abhängigkeit von der Zeit. Hier läuft die Zeit. Hier haben wir die Aktivität. Das heißt, wenn wir jetzt hier starten, ja, starten wir von mir aus da oben mit, sagen wir mal hier bei A0, sei dieser Wert hier, gerade da, wo das Achsenkreuz beginnt. Dann setzen wir hier bei 2 cm die erste Halbwertszeit an, also einmal t ein halb. Dann weiß ich, dass die Ausgangsaktivität A0 halbiert wurde, also muss ich jetzt hier die Hälfte nehmen. 1, 3, 4. Wenn wir hier bei einer Halbwertszeit hat sich die Aktivität natürlich halbiert. Und bei 2 Halbwertszeiten, 2 mal t ein halb, muss man diesen Wert hier wieder halbieren. Das heißt 1, 2 runter. Dann sind wir hier. Klar. Dann haben wir hier 3 Halbwertszeiten, halbiert sich dann wieder dieser Betrag, dann sind wir hier und so weiter. Bei 4 Halbwertszeiten halbieren wir diesen Wert, dann sind wir da und bei 5 Halbwertszeiten wären wir dann hier. Okay, ich skizziere den Verlauf der Kurve. Okay, altes Spiel, altbekannt. Jetzt ist der nächste Schritt, wenn wir irgendeine Probe haben und die aktuelle Aktivität messen können. Ja, wir messen dann irgendeinen Wert für die Aktivität eines bestimmten Elements, das da drin ist. Dann geht es darum, wie kriege ich jetzt aus dieser Kurve raus, wie alt dieses Stück ist, das ich da habe. Ja, wie viele Halbwertszeiten sind schon vergangen oder wie genau komme ich da irgendwo raus? Ja? Irgend so einen Wert will ich jetzt haben. Das heißt, der Ansatz dafür wäre jetzt natürlich unsere Zerfallsgleichung. Die schreibe ich jetzt aber mit der Aktivität. Das heißt, die Aktivität
beginnt irgendwann mit dem Ausgangswert A0 und jetzt läuft die Zeit. Und immer wenn eine Halbwertszeit vergangen ist, ein halb hoch t durch t halbe, halbiert sich dieser Wert. Das heißt, wenn wir es jetzt hier gerade nochmal testen, wenn ich für die laufende Zeit t ein halb einsetze, also eine Halbwertszeit, wenn ich hier einsetze t ein halb, das ist irgendein Betrag einer Zeit, dann steht da a0 mal ein halb hoch t ein halb durch t ein halb. Also steht hier ein halb hoch 1, also steht da a0 mal ein halb. Also hat sich das Ganze halbiert. Ja, wenn da zwei Halbwertszeiten stehen, dann steht da 2 durch 1, also ein halb hoch 2. Dann habe ich ein Viertel der Ausgangsaktivität und so weiter. Ein halb, wenn da steht drei Halbwertszeiten, das Tier ein halb kürzt sich aber weg, dann bleibt der Faktor 3 oben stehen, also ein halb hoch 3. Dann wären wir bei einem Achtel. Und so weiter. So, jetzt geht es darum, wie bekomme ich raus, wie alt dieses Teil jetzt hier wirklich ist. Ja, das T1 halb habe ich ja jetzt willkürlich eingesetzt. Also Grundvoraussetzung dazu, dass wir dieses T hier finden. Das ist ja das, was wir jetzt haben wollen. Wir wollen die Gleichung umstellen, dass da steht, klein t ist gleich. Ja, ich will wissen, wie lang baut sich diese Aktivität schon ab. Jetzt steht es natürlich da oben irgendwie blöd im Exponent. Jetzt, wie stelle ich diese Gleichung um, dass da steht, klein t ist gleich. Ich schreibe es hier nochmal schön hin, dass wir jetzt das schön übersichtlich haben. Ein halb hoch klein t durch t ein halb. Das Ziel ist, nach klein t umzuformen. Dazu muss ich die ganze Gleichung logarithmieren. Das heißt, ich logarithmiere, das bringe ich noch schnell auf die andere Seite, damit das da nicht stört. Dann steht da a von t durch a0 und das wird logarithmiert. Und hier steht Logarithmus von 1 halb hoch t durch t 1 halb. Jetzt können wir ein Logarithmengesetz anwenden, das sogenannte dritte Logarithmengesetz. Das erlaubt mir, diesen Exponent hier nach vorne zu ziehen. Das heißt, die linke Seite lasse ich einfach mal stehen. Dann steht da t durch t ein halb. Lasse als Vorfaktor von Logarithmus von 1 halb. So, jetzt kann ich in einem Schritt das umformen, dass das steht. Jetzt ist eine blöde, jetzt muss ich eine Kurve machen. Also hier geht es jetzt weiter. Also dann steht da, das klein t ist gleich auf der linken Seite, das lassen wir einfach stehen. Da steht Logarithmus von a von t geteilt durch a0. Dann t ein halb, mit dem müssen wir durchmultiplizieren, mal t. Einhalb, das ist natürlich die Halbwertszeit wie immer. Und jetzt geteilt durch Logarithmus von 1/2. Jetzt haben wir mit Hilfe des Logarithmus durchlogarithmieren und des dritten Logarithmusgesetzes umgeformt nach der laufenden Zeit klein t. Das heißt, jetzt schauen wir uns die Gleichung zum Schluss nochmal an. Die Halbwertszeit ist natürlich bekannt von diesem Isotop, das wir da überprüfen. Sonst wird es nicht funktionieren. Dann a von t, das ist die Aktivität, die wir direkt messen können bei der Probe. Logarithmus von 1/2 ist einfach eine Zahl, durch die geteilt wird. Was ich jetzt noch nicht sauber erwähnt habe oder still, schön verschwiegen habe die ganze Zeit, ist dieses A0. Das entspricht der Aktivität zu Beginn. Ja, also beim Entstehungsprozess zum Beispiel. Und das ist natürlich in der Praxis jetzt nicht so ganz einfach. Wenn man da irgendeinen Bollen findet, irgend so ein Meteorit, muss man auf dieses A0 kommen. Und da braucht man noch eine weitere Datierungsmethode, die nennt sich
Isochronen-Methode, das steckt da ja schon im Wort drin. Da geht es dann um das Verhältnis von Mutter zu Tochternukliden, also über die Zeit. Da braucht man dann auch mehrere Proben, die müssen ein unterschiedliches Mutter-Tochter-Verhältnis haben, der Radionuklide. Und da kommt man dann übrigens auch auf eine Geradengleichung. Das führt jetzt aber doch über den Schulstoff hinaus. Aber wenn ihr besonderes Interesse habt, könnt ihr unter diesem Begriff euch da einlesen. Und wenn ihr wieder da seid, können wir das dann besprechen. Also das führt über den Schulstoff hinaus. Wer das aber möchte, kann sich gern da damit beschäftigen und kann sich dann mit mir darüber unterhalten. Okay, nochmal ganz kurz im Überblick. Die Aktivität ist proportional zur Anzahl der noch nicht zerfallenen Kerne. Okay, kommt immer diese Zerfallskurve raus. Je größer die Halbwertszeiten sind, ja, umso flacher wird es da natürlich und geht ewig, bis es auf Null geht. Wir haben ja vorher geguckt, das geht Jahrtausende, ja, zum Teil, bis sich die Halbwertszeit, bis eine Halbwertszeit vergangen ist, das heißt, bis sich die Aktivität halbiert hat. Bei Plutonium war das ja irgendwas über 20.000 Jahre. Ja, also das sind absurde Zahlen, die da rauskommen. Und Tschernobyl war 1986, ja, also in den Maßstäben, ja, in denen wir da rumrechnen, ist das quasi gerade vorher gewesen. Ja. Okay, soweit zur Wiederholung dieses Stoffes und ein bisschen was Neues noch dazu. Bis bald!